Ich gebe ihm meine Laterne hier und jetzt geht mir aus den Haaren. Sehr gerne. Ja. Lass uns gehen. Ich erwarte, dass die morgen wieder hier ist. Ihr findet uns im Blutkrug. Hoffentlich. Und wie soll ich dort ohne Licht hinkommen? Dann morgen früh, natürlich. Oder was man hier früh nennt. Nun, wenn wir dort ankommen. Viel Glück. Wenn ich mich noch mal kurz zu der Rezeptionselfe. Wenn ihr doch der guten Dame die Nachricht mitteilen möchtet, dass es mir eine übergroße Freude wäre, mein Mittagessen morgen mit ihr einzunehmen. Das werde ich selbstverständlich tun. Allerdings nicht mehr jetzt, sondern wenn sie das nächste Mal hier ist. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Dann eine angenehme Nachtruhe. Siebter Stock. Danke auch. Gut, dann geht es in den siebten Stock. Ja. Abel, mir und Iolaos stehen wieder draußen vor der Tür. Wir sollten uns beeilen, hier wegzukommen. In der Tat, das lief nicht so gut. Und ich fürchte auch, bei den Ogern werden wir auch nicht mehr willkommen sein. Unser guter Herr von Dunkelstein war doch ein wenig laut. Ich fürchte auch. Nun gut. Wie war die Wegbeschreibung nochmal? Richtung Süden, Osten? Ach, wir finden das schon. Wir fragen uns rum. Was? Ja, nun, wenn ich mich recht erinnere, die Hauptstraße Richtung Süden und dann ja, nach rechts abbiegen. Das war im Handwerkerviertel, bin ich enttäuscht. Gut. Gassenwissen plus 7. Zielsicher finde ich meinen Weg. Ja, ihr wandelt auf den Straßen entlang, verliert mal wieder die Orientierung, und Wir plötzlich. verlassen nicht die Hauptstraße. Ja, also ihr seid euch nicht ganz sicher, welche von den vielen Hauptstraßen es ist. Ihr steht jetzt auf einem dieser Plätze, hat sich ein bisschen verändert. Zumindest das Agrimoteum kennt ihr wieder, aber die Straßenzüge haben, naja, Ich von frage welcher mal Seite kamt ihr? jemand, der aussieht, als wäre er noch halbwegs normal aussehend, also Du entdeckst kein. keine lebenden Leute. Ein paar Schatten, die sich bewegen. Was auch das Gefühl, dass der Platz enger wird. Dass sich die Schatten verdunkeln, verfinstern. Wieder eine weitere Feuersäule, die nach oben stiebt. Die Dornenkränze aus dem Unholz, die sich ja um den Lavasee herumdrehen. Mit irgendwelchen Eisenspänen darin. So kurz das Gefühl, dass sie in deine Richtung wachsen, während du da stehst und dich umschaust. Beschleunige mein Tempo nochmal und folge der Hauptstraße Richtung Süden, Osten, keine Ahnung. Wir folgen einer Hauptstraße. Ja, links, rechts, geradeaus. Hauptsache immer auf den Hauptstraßen stehen und dann. Okay. Handwerkerviertel ist das nicht, aber ihr steht vor einem Hafen. Das sieht aus wie ein gewaltiger, infernalisch riesiger Säuresee. Grün, der hier so ein bisschen leuchtet, lumineziert und das Ganze in so ein, ja, schauriges Licht taucht. Ja, ihr könnt nicht genau sagen, ob es Tag oder Nacht ist. Auch da draußen gibt es sowas wie Sonne nicht. Ihr seid immer noch in dieser riesigen Globule gefangen. Und vor euch könnt ihr ein paar, ja, Mechaniker erkennen, die hier rumschrauben. Das könnten diese Handwerker sein, zumindest zu dieser späten Stunde auch noch. Sind sie dabei mit einer Brille, die sie dann irgendwie schützt vor diesem Funkenflug, sind sie dabei an einem großen Ding zu basteln. Das sieht wohl so Schreibt aus wie ein. Erinnert euch ein bisschen an diese Kammer, in der ihr geschlafen hattet vor einem Tag. Sieht so aus, aber es ist groß. Es ist richtig groß. Und es liegt auf dem Wasser, während sie da schrauben und ein Teil ist auch noch an Land. Sieht so aus, als ob man das irgendwie unter Wasser benutzen könnte. Hallo da, gute Leute. Ja, wir haben keine Zeit. Wir müssen arbeiten. Was ist denn? Wo ist das Handwerkerviertel? Das Handwerkerviertel. Ihr steht bei den Handwerkern. Institut der Tiefenforschung. Wir suchen eine Taverne namens Blutkrug. Wir schlafen nicht. Niemals. Wir brauchen keine Schenke, keine Taverne.
Wollt ihr uns helfen? Gesellt euch dazu. Nein. Nein. Wir bauen einen Demergator. Was ist ein Demergator? Wir erforschen die Elfenstädte damit. Interessant. Hier gibt es Elfenstädte? Ja, versunken. Auf dem Meeresgrund des Üsli-Sees. Er deutet auf diesen grünen Säuresee. Kannst auch erkennen, wie da wohl mehrere schwarze Rohre hineintauchen und dieses, ja, Wasser ist es nicht wirklich, es ist einfach nur noch Säure, versuchen nach oben zu pumpen. Irgendwie in die Stadt hinein. Wahrlich kurios. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, eine gute Idee. Wir haben es so eilig. Könnt ihr uns den Weg weisen zum Handwerkerviertel? Wir wissen nicht, wo das Handwerkerviertel ist. Hier steht in einem. Hier ist überall das Handwerkerviertel. Verstehe. Ihr wisst also auch nicht, wo der Blutkrug ist? Nein. Ja, dann nochmal vielen Dank für eure freundliche Hilfe. Was auch immer. Und dreh mich um. Ja, auf in eine andere Richtung. Schnell. Fast schon rennt. Ja, nach ungefähr einer weiteren Stunde des Suchens werdet ihr dann den Blutkrug finden, wo allerlei Handwerker zusammensitzen, die auch nicht dämonisch pervertiert oder sowas aussehen. Sie regen sich einfach nur darüber auf, dass auf der anderen Straßenseite oder anderen Stadtseite die Leute dann eben den schnellen Weg gehen und da dann direkt in einen Pakt gehen mit den Niederhöllen, damit sie dann ihre Waren schneller machen. Aber sie machen immer noch gute tobrische Messer, gute tobrische Klöppeleien. Ihr seid ziemlich müde und könnt euch dann im Blutkrug zurückziehen und auch schlafen gehen. Jetzt muss ich wahrscheinlich erkundigen, wo die anderen sind. Weil wir haben uns hier verabredet hier. Ja, fragst nochmal nach irgendwie zwei Zwergen und zwei Menschen, irgendwie ein Tulamide, der dabei war, nie gesehen. Verdammt. Nun, dann scheinen sie sich verlaufen zu haben. Das fällt allen anscheinend schwer, sich hier zu orientieren. Gut. Nun, ich fürchte allerdings, leider können wir uns keine Sorgen um sie machen. Sie werden schon auch alleingestellt überleben müssen. Gut, nehmen wir uns ein Zimmer. Sagt, der spricht den Wirt an, Frau, Mann? Ja, ist ein alter Mann, der da ja sitzt, ziemlich müde, auf seinem Stuhl eingeschlafen. Heda! Klopfst du auf die Theke? Ja, was ist denn? Wir brauchen ein Doppelzimmer und einen Stall für den Esel. Ein Stall für den Esel. Wacht auf! Hinten! Schreit doch nicht so! Hinten! Bindet ihn einfach hinten an! Was hat er? Ja. Guck mir den mal genauer an. Er ist einfach müde. Er ist einfach müde. Ganz ruhig, Adresse. Nimmt einfach irgendeinen Schlüssel, der hinter ihm an so einem Board hängt und schiebt ihn dir über die Tresen rüber. Während du zugreifst, merkst du wohl, wie sich das ganze Gebäude einmal dreht und sich verschiebt. Bist dir nicht ganz sicher, der Eingang bleibt immer noch da stehen, aber es rieselt auch Steine runter, ein bisschen Holz, was dann da auch knackt, auch bedrohlich, während du dich dann nach oben umsiehst. Auch das Gebäude ist mindestens 5 Stockwerke hoch, du hast nicht ganz nachgezählt, du wolltest einfach nur noch rein, aber es dreht sich gerade, während du in ihm drin stehst, vibriert der ganze Boden. Heda wird ein Erdbeben! Nein, sie transportieren uns nur irgendwo anders hin. Lasst mich schlafen. Mein unser Esel. Ist der nicht renn nach draußen. Ich renne, also ja, wird der eh schleift oder? Ja, du kannst erkennen, steigst nach draußen, wirst wohl von irgendwas auf einer Plattform gedreht. Der Boden ist tatsächlich rausgerissen. Du siehst da wohl noch wie vor dir, 2-3 Meter entfernt, bröckelt es gerade nach unten. Du schwebst ein bisschen in der Luft. Irgendwas hat dich wohl irgendwie auf dem Rücken getragen oder, naja, oder ihr schwebt tatsächlich in der Luft, dreht euch. Zumindest ist der Stall und der Esel ist noch da, aber ihr werdet jetzt gerade irgendwie über die anderen Häuser transportiert.
kannst noch die riesige Flammensäule sehen und auch diesen Sternturm an der Heptagon Akademie, wo ihr vorbeigekommen seid. Bewegt euch in Richtung Norden. Mein feurigen Vater. Nun, zum Glück sind wir vorher hier angekommen. Kommt hier, nimm dir auch eine Satteltasche und dann gehen wir auf den Zimmer. Ich streichel Leonardo nochmal zwischen den Ohren. Gutes Tierchen. Nicht wegrennen. Ja, und schleichen dann auf unser Zimmer. Gut. Für Iolaos und Abelmien Regeneration -3. Für die anderen oben, Torgosch und so, eine Regeneration -1. Und Jalan darf mit einer +3 regenerieren. Und dann schreiben wir den nächsten Tag. Ich stehe auf. Ich rödel alle meine Sachen auf. Und dann mache ich mich auf den Weg. Auf den Weg wohin? Zum Blutkrug? Ich möchte erstmal raus treffen, oder? Wie bitte? Blutkrug, würdet ihr euch treffen, oder wo? Ja. Ja. Ich meine, ich möchte erstmal raus auf den Platz. Ja, du siehst immer noch, wie der schwarze Greif da steht und predigt immer noch zu dieser frühen Stunde. Früh, also das Zeitsystem ist sehr, sehr merkwürdig, dadurch, dass es in 8 Stunden unterteilt ist. Es ist aber immer noch pechschwarz, finsterer Himmel. Und während du da stehst und so ein bisschen auf diesen pervertierten Greifen siehst, kommt dann auch direkt einer von den Wachen auf dich zu, die dann dort stehen auf dem Platz. Irgendwie ein Irrhalkengard ist, 3 Stück an der Zahl mit riesigen Schilden und Ochsenherde, die sie jetzt in die Hand nehmen und bedrohlich auf dich zukommen. Es ist verboten, ohne Licht zu marschieren. Auch für euch, Dunkelstein. Ich fasse an die Seite, wo meine Laterne war. Verzeiht. Und gehe direkt rückwärts wieder rein. Derweil bei Torgosch, Ragnar und Ömer. Aber ich bin ganz froh, dass nichts an der Tür gerüttelt hat, aber seid ihr in der Nacht auch wach geworden? Ich habe Schreie gehört, durchgehend. Das war ein ganzer Straßenzug. Rammelstein. Ich auch. Ich würde sagen, heute besorgen wir uns dann mal ein paar mehr Informationen über das Turnier, oder? Erstmal besorge ich mir noch eine Fackel, ich habe nur noch eine. Ich habe auch noch ein paar. Ist eigentlich auch tagsüber verboten, eine Fackel zu benutzen, ohne Fackel rauszugehen? Immer. Hier ist immer dunkel, musst du immer Licht bei dir tragen, aus Feuer. Es gibt doch gar keinen Tag. Hast du nicht zugehört? Wie bei uns Zwergen. Weil hier alles so hoch ist. Nee, weil der Himmel verdunkelt ist durch dunkle Wolken. Hier ist es doch immer dunkel. Hier ist doch kein Tag, keine Nacht. Na gut. Dann lass uns erstmal gucken, ob wir irgendwo Fackeln kaufen können. Ach, kriegen wir bestimmt. Ach, in Medea war alles viel schöner. Das ist richtig. Aber vielleicht sollten wir das Zimmer nicht unbewacht lassen. Ich werde meine Winterkleidung hier lassen. Ich glaube nicht, dass sich jemand dafür interessiert. Ich melde mich freiwillig, dass ich hier bleibe. Das ist eine gute Idee. Dann kann ich mal ein bisschen mehr von dem Zeug hier lassen. Dann bin ich nicht so schwer beladen. Okay, ich glaube, die Winterkleidung brauchen wir wirklich nicht mehr. Kannst du dann auch meine beiden Esel füttern? Ja, also... Soll ich das Korn hier nehmen? Ich glaube, was anderes werden wir hier nicht finden. Und das Wasser? Das ist kein Wasser, das ist Schleim, den man trinken kann. Ja, ich habe das doch gestern auch getrunken. Mann, ja, aber ich weiß nicht, also ich kann doch jetzt nicht irgendwie... Da muss der Esel das auch kriegen. Mir da egal. Ja, klar. Ja, was anderes bleibt nicht übrig. Gut, dass wir guten Zwerge einen Eisenmagen haben. Richtig. Wir vergiften uns nicht so schnell. Na, ich hoffe, ich habe auch einen Eisenmagen. Hast du bestimmt. Aber los, Starkhart, du führst uns. Du hast das gestern schon so gut gemacht. Wo findet man denn irgendwas über Turniere raus? Wir können erstmal unten beim Wirt fragen. Der wird doch bestimmt ein paar Worte für uns übrig haben als seine einfachen Gäste. Denke ich auch.
Ja, kommt ihr nach unten, die Treppe, es wurde noch nicht angebaut, ihr könnt keine weitere Treppe nach oben finden. Und wenn ihr da unten dann in die Wirtsstube kommt, könnt ihr auch sehen, wie da wohl ein paar weitere Ritter sitzen, haben aber auch ihre Ritterkleidung nicht an, ihre Uniform, die Rüstung, sondern einfach nur einen Wappenrock übergeworfen, einfach aufgrund der Hitze. Alles wohl toprische Wappen, zumindest wird das Ragnar auffallen mit dem Wappenrock. Deine Heraldik ist ja schon ziemlich gut. Und du kannst erkennen, dass sich dabei wohl... Das sind Wappen, die du noch nicht gesehen hast. Exotisch. Sieht ein bisschen tulamidisch aus. Derjenige, der den Wappen anhat, den Wappenrock anhat, auch tulamidisch aus? Ja, sieht er aus. So ein bisschen geschnittenes Gesicht, sieht fast aus so wie ein Windhund. Ziemlich dünn und hager. Das ist zumindest kein Ritter. Wie sieht denn das Wappen aus? 9 Punkte ohne Erschwernis. Ja. Das ist zumindest ein Wappen, was aus Fasar kommt. Gehört zu einer Händlerfamilie. Sind also selber keine Ritter oder keine Adligen. Das ist eine Händlerfamilie Tergo. Was auch immer die hier suchen. Ja. Ja, ihr könnt auf alle Fälle Fackeln erwerben, wenn ihr das möchtet. Das müsstet ihr jetzt nicht ausspielen. Könnt ihr neue Sachen kaufen. Ja, immer kommt einfach mal so hier 5 neue Fackeln ein. Denkt sich so, besser eine Fackel zu viel als zu wenig. Ja, möchtet ihr noch irgendwas erfragen beim Wirt vorne? Ja. Dem Vorrück war das im Große. Sagt nochmal, wo kann man sich grundsätzlich beim Turnier überhaupt anmelden? Ja, den sehenden Sohn auch euch zum Gruße. Zum Turnier anmelden, das geht wahrscheinlich unten an der Arena, würde ich sagen. Ja. Was wird denn eigentlich alles beim Turnier gemacht? Ich habe schon gehört, dass es hier irgendwelche speziellen Regeln geben soll, aber ich habe noch keinen gefunden, der mir näher was aber sagen konnte. Ach, die Regeln, also wenn ich das richtig gehört habe, wir haben hier auch ein paar Anschläge bei uns vorne dran, weil dann doch ein paar Gäste wegen dem Turnier hier sind. Ich weiß, dass wir den Zweikampf mit Schwert und Schild haben. Mit 2 Waffen, Bogenschießen, Messerwerfen, Gestech, Buhurt und das Wagenrennen. Deswegen haben wir auch ein paar Pferde hier in der Stadt. Und ein paar Nicht-Pferde. Naja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das erste Mal, dass dieses Turnier abgehalten wird. Aber sie werden wohl die ganz normalen tropischen Regeln benutzen für, naja, für ihre Turniere. Ja, das weiß ich nicht genau. Deswegen, ich bin ja aus Mendena. Zuckt mir einmal mit den Achseln. Bin mir nicht eben ganz sicher. Alles klar, schaue ich mir den Aushang nochmal an. Dankeschön. Ja, gerne. Also, es werden würde scharf gekämpft werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Einen Moment, ich hole mal kurz den Aushang. Moment, ich bin gleich wieder da. Geht da kurz nach draußen, öffnet die Tür, natürlich auch mit der Fackel in der Hand, und hängt die dann wieder drin an, wenn er wieder reinkommt, und hat dann so ein Zettelchen, den er dann bei sich trägt. Und er breitet den vor sich an der Schenke aus. Während er da selber auch diese schwarze Suppe löffelt, also er selber bekommt auch nichts anderes. Also, perwalsche Regeln habe ich gehört, das heißen die, also scharfe Waffen, keine Turniersachen. Und es darf bis zum zweiten Blut gekämpft werden, und wenn man nachfragt, dann darf man sich auch vorher auf das dritte Blut einigen. Und man darf auch das erste Blut nachfragen, aber ich glaube, das ist verpönt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann darf man auch mit anderen Waffen antreten, und dann darf man dagegen klagen, zumindest steht es hier so, und dann kann man sich einen Advokat nehmen, und wenn man dann, also ich habe das schon gehört, dass einer von meinen Gästen hier ist, ein Zwerg, also einer wie euch, und der will mit seiner Armbrust schießen, und das ist generell, ist das okay bei so einem Turnier, kann er auch mit der Armbrust gegen die Pfeile und Bogen anschießen. Aber wenn dann Leute dagegen klagen, dann muss er halt aufhören, dann muss er sich einen Bogen nehmen. Und das geht eben auch für den Kampf mit Schwert und Schild. Da kann man dann eben auch mit anderen Waffen antreten. Und solange da niemand was gegen sagt, ist das okay. Steht denn da was, welche Bögen erlaubt sind? Alle. Du kannst alles benutzen. Du darfst nur keine Netze und keine Bolas benutzen. Ich weiß aber nicht, was Bolas sind. Okay, aber ein Langbogen schießt ja viel besser als ein Kurzbogen. Ja, das ist dann wahrscheinlich unfair. Ich bin kein Bogenschütze, mein Herr. Ja. Ja, danke schön. Möge der verrückte Vater euch schützen. Ja, und du sehen, du Sohn mit euch.
und dann gehen wir zu anderen. Ja, gut, erzählt Ihnen jetzt, was man gerade gehört hat, eben von diesen Perwaltschen Regeln. Und ich habe jetzt nicht daraus gehört, dass man irgendwie als Bogenschütze aufeinander schießt und so. Zuckt noch mit den Achseln. Mal schauen, wie gut man so mit meinem Kurzbogen so gegen Langbögen abschneide. Ich denke, du wirst dich da ganz gut machen. Du bist doch ein ganz guter Bogenschütze. Naja, der Bogen schießt nur 60 Schritt weit. Wenn das Ziel 100 Schritt entfernt ist, dann kann ich das Ziel gar nicht treffen. Ja. Aber für einen Langbogen ist 100 Schritt noch in einem, für einen guten Schützen noch in einem akzeptablen Bereich. Deswegen wird sich zeigen, wie gut das so funktioniert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine Motivation ist gerade nicht ganz so hoch. Ich schaue mal. Ja, wir können auf jeden Fall an der Arena ja nochmal nachfragen. Die können vielleicht diese perwaltschen Regeln auch nochmal besser erklären. Was heißt denn das mit scharfen Waffen? Sind tödliche Treffer zu vermeiden? Oder wie? Man zeigt mal jetzt hier auf seinen eigenen Säbel, den man nah an dem Gürtel hängen hat. Ja, so, mit solchen Waffen wird gekämpft, nicht mit Holzwaffen so. Ja, da werden aber bestimmt ein paar bei drauf gehen. Ja. Okay. Das ist das, was man dann in Kauf nimmt, glaube ich, bei diesen Regeln. Naja, aber wie gesagt, geht ja doch irgendwie ums erste, zweite und dritte Blut, also irgendwie normalerweise gekämpft aufs zweite Blut. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich glaube, das ist ein schwerer Treffer, den man bekommt. Dann gibt es das erste Blut, ich glaube, das ist überhaupt nur ein Treffer. Und das dritte Blut, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte der Tod sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht sind es auch zwei schwere Treffer. Da müsste man mal am Turnierplatz nachfragen, an der Arena. Na gut, das klingt ja vernünftig. Ja, stark halt, führ du uns mal zur Arena. Ja, und so marschiert hier auch wieder los. Was tun die beiden Magier in einer ganz anderen Schenke? Ja, nach unserer Regeneration erheben wir uns wahrscheinlich etwas gequält, weil die Unterkunft ist jetzt nicht wirklich so toll. Und ja, ganz im Gegenteil. Jetzt muss ich auf dem Boden schlafen können. Jetzt muss die Fenster schauen, wo wir sind. In der Stadt. Viele, viele Gebäude um euch herum, die einfach an euch vorbeiragen. Zumindest schwebt ihr nicht mehr in der Luft. Wir waren ja im östlich vom riesigen Turm, vom Sternturm. Gucken wir jetzt nach Süden auf den Turm, von Norden, von Westen, von Osten? Orientierung plus 10. Oh. Das klappt. Naja, du guckst halt aus einem Fenster oder wenn du draußen stehst auf einen Turm, aber welche Himmelsrichtung das ist, weißt du ja nicht. Man hat irgendwas in der Sonne zur Orientierung oder die Sterne. Es gibt keine Sterne. Ich sag ja, keine Sonne, keine Sterne. Schwarzen Himmel. Ich habe keine Gebäude. Ahnung. Gut. Ja, dann schüttle ich nochmal Amela Laus, wenn er wach ist. Oder bis er wach ist. Ja, er schüttelt mich doch nicht. Hab ich euch eure Träume gestört? Aha, als wenn man hier träumen könnte. Wir sollten uns schnell irgendwo etwas Essbares und Trinkbares aufstöbern. Und weitere Fackeln für euch. Ah, eine gute Idee. Ziehen wir dann und gehen nach unten. Nein, verstanden. Vielleicht lebt der Esel ja sogar noch. Ach, der gute Leonardo. Ja, dann stopp von unten mal schauen. Dann nach dem Anziehen. Ja, der Wirt kann ich auch sagen, das ist der Preis mit drin. Er glaubt, dass ihr euch irgendwo am Sichelstiegtor befindet. Er hofft einfach auf ein paar Dämonen, die ihn dann demnächst wieder in Richtung des Handwerkerviertels transportieren, weil das so seine meisten Kunden, zumindest tagsüber. Und würde euch dann verabschieden. Den Esel könnt ihr wieder abbinden. Der ist, wie gesagt, mitgewandert. Da seid ihr ganz froh, dass der nicht immer noch im Handwerksviertel steht mit den 7 Sachen. Gibt es hier einen Händler, wo man Fackeln oder Ähnliches erwerben könnte? Ja, die könnt ihr direkt bei mir kaufen. Wir haben immer ein paar auf Lager. Ah, gut. Dann 5 Fackeln für mich und... Ich kenne natürlich keine. Dann 5 Fackeln und das müsste reichen erstmal. Ja, dann die schwarze Mutter mit euch. Und der Feuervater mit euch.
Sagt, gibt es hier eine Karte von dieser Stadt? Ach, wohl. Das macht gar keinen Sinn. Richtig, das habe ich mir auch gerade überlegt. Die Magier wollen wohl, glaube ich, an einer bewegenden Karte forschen, die Gebäude... Naja, also wenn sich Gebäude bewegen, dann bewegen sich die auch auf der Karte, aber ich weiß nicht, wie weit die da sind. Müsste man mal in der Kalamina fragen. Das hört sich sogar sehr interessant an. Könnte funktionieren. Nur euch lassen die da sicherlich rein. Ihr seid doch auch ein Markus, oder? Ja, in der Tat. Vielleicht werde ich da nochmal vorbeischauen. Doch zunächst erst einmal die Stadt erkunden. Ja, dann, wie gesagt, wir sind irgendwo am Sicherstiegtor, also orientiert euch einfach daran und von da aus kommt ihr dann sicherlich auch, wohin ihr wollt. Das Sicherstiegtor ist im Süden? Nein, das ist ganz im Norden. Ah, wenn man aus dem Sicherstieg hier runtersteigt, dann kommt man hier an. Ah, verstehe. Gut. Ja, dann bis heute Abend, oder? Wenn wir euch finden, sicherlich. Ja, entweder bin ich hier oder wieder drüben oder ganz woanders, das weiß ich auch nicht. Ach, die Wirtschaft ist so schlecht heutzutage. Ja, ja. Wenn ich Glück habe, bin ich bei der Arena. Das wäre durchaus praktisch. Ja, ihr könnt euch dann über die Paradestraßen wieder in Richtung des Herzens begeben, zum Agrimoteum marschieren. Viele, viele Meilen sind das dann, die ihr geradeaus oder über irgendwelche komischen Abzweigungen geht, Brücken entlang oder durch Tunnel, bis ihr dann wieder am Agrimoteum steht. Ihr wisst ja zumindest, dass ihr Jarlan noch suchen müsst. Der ist im Hotel Schwarz und Rot, zumindest nach euren Informationen. Und dadurch, dass er euch nicht abgeholt hat oder aufgetaucht ist und die anderen habt ihr auch nicht gesehen, wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn ihr dann zum Hotel Schwarz und Rot marschiert. Mhm. Denn er will seine Laterne wieder haben. Zu sehen. Dein wichtigster Besitz. Viel mehr als Laterne und Waffen habe ich auch nicht mehr. Sein einziger Besitz. Nun, vielleicht, ich glaube, von hier aus können wir das Hotel wiederfinden. Ja, vielleicht sollten wir zu unserem werten Herrn Dunkelstein zurückkehren. Und ihm die schlechte Nachricht übergeben, dass scheinbar der Rest unserer Gruppe auch verschwunden ist. Vielleicht wurden die auch von Ogern gefressen, wenn wir Glück haben. Möglicherweise. Aber ich glaube, immer schmeckt nicht besonders. Ach ja, das würde wahrscheinlich sogar ein Oger den Wagen verderben. Ha. Ich glaube, ich gehe das nach Süden, zum Hotel.